Dakshinarada Padmasana ist der halbe Lotussitz mit dem rechten Fuß oben. Ausgangsposition Langsitz. Von hier beuge das linke Knie und gib den Fuß vor das Becken. Dann beuge das rechte Knie und gib den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Wenn möglich, kannst du sogar den linken Fuß unter das rechte Knie geben und den rechten Fuß von oben auf den Oberschenkel. Das ist Dakshinarada Padmasana, der Lotussitz mit dem rechten Fuß oben. Ein kleiner Hinweis, unterschiedliche Traditionen nennen Dakshinada unterschiedlich. Garote in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas sagt, dass Dakshinada Padmasana mit rechten Fuß oben ist. Wir finden aber andere Yogameister, die Dakshinada Padmasana nennen, mit rechten Fuß unten. Es ist einfach der Lotussitz mit der halbe Lotussitz rechts, und das ist letztlich eine Frage der Konvention, welche der beiden Seiten du als Dakshinarada bezeichnen willst.